Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Für dich ein kleiner Schritt, für mich ein ganz großer. Und es geht auch schon direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht heute los mit der Schule. Die Lektionen warten auf dich. Und das sieht hier sogar sehr nach Thematik des Herzens aus. Die große Thematik deiner Emotionen. Wo bist du in deiner Selbstzufriedenheit? Wo nagen noch so Zweifel an dir, dass der Mangel regelrecht deine ganze Welt ist? Und in welchen Bereichen bist du zu dir selbst noch nicht ganz so ehrlich, blockierst dich sogar teilweise? Und in welchem Bereich deiner Emotionen spielst du schon mit offenen Karten, also mit dem Deck, was du hast? Man sieht hier, dass du heute sehr dazu gezwungen wirst, oder besser gesagt in die Richtung geschoben wirst, was bedeutet, du solltest mehr in deine Tatkraft für dich selbst kommen, in deine Tatkraft auch deine Emotionen klarzustellen, also nicht nur zu äußern, sondern klarzustellen, auch alles, was im Außen vielleicht ein bisschen missverstanden worden ist bis jetzt, dass hier Reinheit und Klarheit für dich kommt. Denn für deinen weiteren Weg ist es wirklich wichtig, dass du diesen enormen Schritt jetzt in die Öffentlichkeit bringst, dich auch selbst damit öffnest, somit ein neues Kapitel in deinem Leben startest und deine Emotionen authentisch mit deinem Seelenweg laufen können. Denn dann hast du eine ganz starke Manifestationsstärke und auch die Verbindung zu Menschen im Außen wird um das Vielfache gestärkt. Wir werden geboren, um zu leben, heißt es hier. Und die Stimme deines Herzens sagt, du bist es wert, am Leben zu sein. Sei dankbar für jeden neuen Tag, lächle und lebe. Und das ist natürlich auch ein schöner Wink, denn auch diese Wertschätzung für dich selbst, diese Wertschätzung für dein Leben dir zu geben, hat sehr viel mit deinem Emotionshaushalt zu tun, weil wenn der nicht im Gleichgewicht ist, dann kannst du dich nicht immer erfreuen, du kannst nicht immer lächeln, das sollst du auch gar nicht, du sollst authentisch sein, aber du lächelst authentischer, wenn deine Emotionale im Gleichgewicht ist, genauso trauerst du auch authentischer, wenn deine Emotionale im Gleichgewicht ist. Es geht aber heute wirklich darum, auch das Positive an deinem Leben mal zu erkennen, zu sehen, okay, ich hatte Lektionen im Leben, die habe ich vielleicht nicht gemocht oder die haben mir sehr wehgetan und dennoch sind sie für meinen jetzigen Lebensweg einfach so essentiell gewesen, weil ich mir sehr viel Klarheit und sehr viel Wissen auch angeeignet habe für mein Hier und Jetzt, dass ich Zweifel aufräumen kann und der möchte ja aufgeräumt werden. Die große Blockade ist nicht die Blockade des Universums, sondern die Blockade, dass du Angst hast, deine Emotionen zu zeigen. Und das kannst du mal gerne beiseite schieben, denn dieser Emotionsbruch, der muss jetzt kommen. Es ist nicht gesund für dich, alles anzustauen und denken, dass deine Angelegenheit einfach weniger wichtig werden als die der anderen. Du bist wichtig, ja, du weißt es, du kannst es auch spüren, dass dein Leben genauso viel wert ist wie das eines jeden anderen. Und wir haben hier den Amethyst mit dabei liegen. Übersinnliche Fähigkeiten, Verhaltensmuster. Für mich geht er heute natürlich mehr in die Verhaltensmuster rein. Diese emotionale Zurückstellen, das ist natürlich etwas, was man sehr schnell lernt, auch im frühen Kindesalter. Ja, was sollen denn die anderen denken? Oder besser gesagt, welchen Spruch hat jeder schon gehört? Was sollen denn die Nachbarn nur denken? Ja, was sollen sie denn denken? Die denken bestimmt nicht, das ist Friede, Freude, Eierkuchen da bei dir gewesen. Jeder Mensch kann jetzt reflektiert sagen, wir wissen alle, dass in jeder Familie Probleme mal herrschen, dass in jeder Familie auch mal Streit entsteht, aber dass es hier auf diese emotionale Klarheit ankommt, ob sich das auch wieder löst. Ja, von daher ist es komplett egal, was andere denken. Dieses Verhaltensmuster und Gedankenmuster darfst du heute also mal ablegen und mal einfach handeln, so als wenn es egal ist, was der Nachbar gerade denkt, ja. Solange du niemanden in seiner Freiheit dabei eingrenzt, ist es heute einfach dein Recht und auch das Wichtige für dich und deinen Lebensweg, dass du da heute deine Emotionale mal befreist. Menschsein heißt, die Verantwortung für sich selbst, sein Leben und seine Empfindungen zu übernehmen. Die Stimme deines Herzens sagt dazu,
Verdrängen oder Beschönigen ist keine gesunde Lösung. Stelle dich deinen Gefühlen, denn nur so verlieren sie die Kontrolle und die Macht über dich. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dich deinen Gefühlen stellen. Wann hattest du denn das letzte Mal so eine wirkliche Spiegelung mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen? Man sieht hier, dass sie dich ja nicht manipuliert haben, aber sie haben dich schon im Mangel gehalten, was die Tatkraft für Emotionen, ja, also für den Weg der Emotionen betrifft, dass sie dich da eingemängelt haben, dass du gar nicht so weit voranpreschen wolltest. Und dass du auch nicht mehr so happy im Herzen warst, dass du es nach außen hin probiert hast zu sein, dass aber immer irgendetwas dich unzufrieden gestimmt hat und manchmal du gar nicht gewusst hast, was es ist. Das war aber so ein bisschen der Verlust der richtigen Emotionale und die darfst du heute finden. Und die sollst du heute auch wieder erkennen und lernen, dass sie wichtig ist, dass jede Emotion auch ihren Ausdruck braucht und dass die Emotion auch gesehen werden möchte. Das ist nämlich wie das innere Kind. Was nicht gesehen wird, häuft sich an und leider sind wir dann sehr, sehr schnell anfällig dafür, überemotional zu reagieren. Und das darf nicht sein, denn die Kontrolle und Macht sollen deine Gefühle nicht über dich haben. Das Blau mit der inneren Wahrheit oder der Kommunikation. Heute greift es so schön zueinander, die innere Wahrheit natürlich zu leben. Ja, ich habe Gefühle, ich darf sie äußern, ich möchte jetzt auch Klarheit für meinen Gefühlsweg haben. Und die Kommunikation, dass du das nach auch ins Außen gibst und sagst, hier, wir haben was zu klären oder das und das bedrückt mich, das und das finde ich schön, das und das geht in mir vor, dass du hier auch den Respekt bekommst, den du dir die ganze Zeit erhoffst und erwünscht. Denn dann kommt für dich eine ganz große Wende, nämlich die Wende des emotionalen Glücks. Und diese emotionale Glückswende sagt dir dann auch voraus, dass in den nächsten 6 bis 12 Wochen ganz, ganz starke Schwierigkeiten mit Leichtigkeit auch bewältigt werden. Wenn du für dich innerlich so reflektiert bist, dass du bei dir bist, dass du kommunikativ in einer so schönen Frequenz bist, dass du auch das dann dem Mitmenschen weitergibst. Es braucht Mut, sich Zeit zum Leben zu nehmen. Entschleunige dein Leben und konzentriere dich nur auf eine Aufgabe. Erkenne den Wert darin, achtsam bei einer Sache zu bleiben. Und das ist heute einfach dein Ding, ja? Bleibe achtsam bei einer Sache und das sind deine Emotionen. Auch wenn du zahlreiche Emotionen heute leben wirst. Das Allerwichtigste ist, dass du verstehst, du solltest dich auf sie konzentrieren, du solltest sie mal wieder in den Fokus nehmen und so mit deinem Herz die Reise ermöglichen auf dieser Welt, die es für dich auch vorgesehen hat.